Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The House of Da Vinci 2. Beim letzten Mal sind wir hier echt gut vorangekommen, finde ich, an diesem geheimen Schrank oder dieser Kiste. Wir konnten schon einige Geheimnisse lüften und ja, jetzt sind wir gerade hier beschäftigt. Wir haben die Fiole oben eingesetzt, haben schon gesehen, dass die Flüssigkeit hier langsam reinläuft und müssen sicherlich dafür sorgen, dass die Flüssigkeit hier überall lang geht, damit wir hier ein kleines Etwas bekommen, was auch immer da drin ist. Müssen wir natürlich schauen, wie man hier die Schalter bewegen kann. Das ging schon mal. Ach hier. Moment. So. Aha. Und dann fehlt noch das Letzte. Und. Da ist der kleine Käfig jetzt hier. Oh, Moment. Kann ich da reingreifen jetzt? Irgendwie muss ich das richtig ausrichten, damit ich da rankomme. Also die Pfeile zeigen nach unten. Oder muss ich einfach nur wild drehen? Das glaube ich nicht. Wo müssen die Pfeile sein? Nicht oben? Ach, einfach doppelt draufklicken. Knopf mit einem Dorn. Das kann manchmal so einfach sein. Dann müssen wir mal schauen, wo wir den Knopf mit Dorn anbringen. Jetzt ist die Luke von alleine zugegangen. Hier oben? Da kommt der nicht ran, der Knopf. Schade. Ja, an den Teilen kann ich tatsächlich auch nichts machen. Gut, was ist das hier? Nichts. Hier. Das kann man doch bestimmt drehen. Das Band ist verklemmt. Immer diese verklemmten Bänder. Andere Seite eventuell. Hier oben. Kommt der da ran? Oh, oh mein Gott. Da war die... Da, da... Das ist die rote Kugel. Ja, damit. Eine rote Murmel. Machen wir das nochmal? Oh Gott. Hier, oder? Jawohl. Oh nee, wie schnell wird denn das jetzt mit der grünen? Jetzt kommt ja bestimmt gleich die grüne. Oh Gott. In der Mitte. Sehr schön. Ein Schraubenzieher. Mal gucken, was wir damit aufdrehen können. Irgendwas hier eventuell noch? Nee. Oh, Luke zu. Hier nicht. Hier brauchen wir wahrscheinlich was anderes. Ah, eventuell auf der anderen Seite, weil es ja hieß, das Band ist verklemmt. Vielleicht können wir das mit dem Schraubenzieher lösen. Irgendwo. Oder auch nicht. Das Band ist verklemmt. Wir haben jetzt drei Murmeln und einen Schraubenzieher und ein verklemmtes Band. Und hier unten können hier Murmeln rein. Nee. Können die Murmeln hier... Nee, da wollte ich sie nicht hinpacken. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich oben zu der Figur. Da komme ich aber gar nicht mehr hin. Was ist denn hier? Hier ist nichts. Geht wahrscheinlich doch hier weiter. War denn hier? Hier. Da habe ich vorhin gedacht, dass der Knopf mit dem Dorn rein könnte. Oh, hier müssen bestimmt die Murmeln rein. Auweia. Gibt es da eine Reihenfolge? Ah, gut Glück. Ich
weiß nicht, ob das richtig war. Also, ob es hier überhaupt ein richtig oder falsch gibt. Das kann ich nicht sagen. Okay, hier hat sich das jetzt rot gefärbt. Bei den anderen sah das... Na, wobei doch, da hat sich das auch verfärbt. Nur nicht so stark. Ah. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich eine feste Reihenfolge gab. Oder ob man da willkürlich die Mumien reinwerfen konnte. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr die Mumien in der gleichen Reihenfolge in die Behälter gegeben habt wie ich. Oder ob ihr eine andere gewählt habt und trotzdem vorangekommen seid. Würde mich jetzt mal echt interessieren. Aber hören wir jetzt hier noch eine Sicherungsschraube. Haben wir doch gerade irgendwo gesehen. Hier, oder? Also hier war die ja dran, dann auf der anderen Seite. Noch eine Etage? Mein Gott. Oh. Feurig. How are you proceeding, Giacomo? Well, I see you are on the right path. Now I must finish something in the upper workshop, so you continue here. I would expect to see the cabinet's mechanism in all its beauty today. Ja, dann machen wir doch fröhlich weiter. Das ist wahrscheinlich auch unsere Chance, um hier zu gucken, woran Leonardo arbeitet. Auch wenn wir uns damit schon gar nicht mehr so gut fühlen. Wir wollen ihn gar nicht mehr ausspionieren. Wahrscheinlich ahnt er schon, dass wir irgendwie, ja, mit irgendwem, ja, verhandelt haben. Wieder einmal bestätigte sich, dass Leonardos Gedanken bei etwas wirklich Wichtigem sind. Er kommentierte nur kurz meinen Fortschritt an dem Schrank und ging dann nach oben. Meine Vermutung war richtig. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist, dass der Meister sich in seinem Arbeitszimmer wie an mehreren vergangenen Abenden der Arbeit an seiner geheimen Erfindung widmen kann. Aber jetzt muss ich mich auf meine Aufgabe konzentrieren und herausfinden, was in diesem außergewöhnlichen Schrank versteckt ist. Es sieht für mich immer mehr nach einer hochentwickelten Maschine aus, deren Zweck ich noch nicht verstehe. Mehr ist nicht. Dann gucken wir doch hier weiter. Wir haben ja jetzt schließlich hier noch eine Etage bekommen. Beziehungsweise hier ist gerade erstmal Feuer gespuckt worden. Schauen wir mal, was wir jetzt hier noch sehen. Wenn wir hier wirklich noch was sehen können. Hier, der Kopf ist runtergegangen. Teil eines Mechanismus. Okay. Sieht aus wie Knöpfe. Und hier fehlt was. Das Teil. Wo können wir das bewegen? Wahrscheinlich müssen wir hier alles ausfüllen. Oder ein bestimmtes Sternbild formen. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Denn eventuell geht das gar nicht, dass man alle Sterne ausfüllt. Kann man noch mehr bewegen? Oh, hier das. Oh Gott. Was kann man denn hier noch alles bewegen? Okay, nur das Außenrad. Nee, also es geht nur das Außenrad. Ich habe das gerade irgendwie anders gedacht. Aber es ist nur das Außenrad, was man dreht. Hab schon gedacht, dass man da noch was machen könnte. Brauchen wir aber erstmal einen Anhaltspunkt. Ich gucke mich mal kurz um. Er hat doch hier was in der Hand. Und das sieht aus wie ein Schalter, aber da komme ich nicht ran. Hier muss bestimmt auch was eingesetzt werden. Ok.
Okay, aber hier geht's noch nicht weiter, da fehlt noch was. Was haben wir denn hier? Oh, das kann man bewegen. Ah, das sind doch hier Sternbilder. Oh, da muss ich bestimmt was auswählen, damit das am Ende so aussieht. Oh Gott, was soll ich denn dann da auswählen? Was wäre denn jetzt richtig? Also ich weiß ja nicht, ob das hier die Sterne sein sollen. Tue ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen schwer, weil mir hier der Anhaltspunkt fehlt. Wir haben hier einen Vogel. Noch einen Vogel. Also ganz viele Vögel. Ein Schiff. Aber wir bekommen hier nichts so richtig in die Mitte. Außer na, den Vogel. Wobei auch nicht ganz. Also nur den hier. Aber, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie richtig ist. Vielleicht doch das Schiff? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo man das hier ausrichten soll. Wäre noch irgendwo was? Irgendwie noch ein Hinweis? Das sieht auch gar nicht so aus wie, das auf dieser kleinen Karte gerade. Ah nee, doch, man kann doch außen noch was drehen. Oh, ich habe mich vorhin wieder mal selbst verwirrt. Kennt ihr das, wenn ihr euch selber verwirrt? Man kann also einmal den äußeren Ring drehen und den inneren. Aber ich weiß leider nicht, was ich jetzt hier wirklich abbilden soll. Oder kann man hier wirklich alles ausfüllen mit den beiden Ringen? Kann natürlich auch sein, ne? Jetzt hing das gerade bei mir, das Spiel, ein bisschen. Kann man denn alles ausfüllen? Oder alle Zeichen löschen? Dass gar nichts leuchtet? Kann ja auch eine Option sein. Man muss ja vielleicht gar nicht alles anschalten. Sondern einfach alles entfernen. Wobei, aber es leuchtet immer irgendwas. Lass mir einen Hinweis geben. Ich frage mich, wofür die beiden Messinghalterungen am runden Boden der Figur sind. Die hier. Ach, nee, doch, die, oder? Ah, das ist aber nett. Was ist das? Ach, das kann ich jetzt rauslösen. Okay, das war nur der Verschluss. Oh, okay, ein Sternzeichen. Sagittarius-Scheibe. Kann ich die denn hier jetzt irgendwie ransetzen? Ach, okay, wunderbar. Wunderbar. Dann bringen wir hier doch mal alles zum Leuchten. Schauen wir mal, wie das dann auch wirklich gedreht werden muss. Oh, da leuchtet doch schon jetzt eine ganze Menge. Oh, ich hoffe, das funktioniert so auch wirklich. Ah doch, jetzt kommt alles andere hier. Cool. Oh, da ist was runtergefallen. Das brauchen wir an der Karte. Ein Messinggriff. Okay, und hier, also auf dieser Karte, näher komme ich nicht ran, ist eine kleine Insel ausgewählt. Links ist die rote Insel
Ja, gucken wir mal. Eine kleine Insel und links daneben ist eine rote Insel. Ja, es sieht jetzt gerade hier nicht so aus wie das auf der Karte. Das war ein bisschen anders gefärbt, oder? Okay. Aha. Okay. Hier, da. Das ist es, oder? Ein Holzpinsel. Jetzt geht ja hier Schlag auf Schlag gerade. Wow. Mal kurz den Pinsel angucken. Okay, mit dem kann man nichts weitermachen. Nicht drehen oder sowas. Können wir hier noch? Hier. Das ist doch dann auch wieder ein Schalter, den wir betätigen können. Die Musik ist schön. Man kann sich übrigens die Soundtracks extra kaufen von The House of Da Vinci 1 und 2. Also, falls ihr da Interesse habt, die kann man sich bei Steam zulegen. Echt schöne Musik. Oh, hier ist wieder was Neues und hier drüben auch. Was ist das? Teil einer Flöte. Und ein Schlüsselchen jetzt hier. Kleiner Schlüssel. Ansonsten nichts. Oder kann ich das wieder hochschieben? Nein. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wuha. Das war gefährlich. Achtung, in Deckung gehen. Scharfes Messer voraus. Oh. Ei. Da sollte man seine Hand nicht drunter haben. Tränenförmiger Stein. Das kann man hier bestimmt auch öffnen. Der andere Teil von der Flöte, oder? Ja, ein Hauptteil der Flöte. Jetzt haben wir eine vollständige Flöte. Die bekommt dann sicherlich auch wieder die Figur. Oder nicht die? Wir haben dann noch die andere Figur. Aber da komme ich nicht ran. Wer bekommt die Flöte? Da oben komme ich tatsächlich nicht ran. Konnte ich nicht auswählen. Was hatte ich denn vorhin gesehen? Ich habe da irgendwas gesehen, wo ich meinte, da fehlt bestimmt irgendwie ein Knopf. War das an seinem Kopf? Hier. Aha. Dann schauen wir mal. Hier hat sich an der Seite gerade was geöffnet. Wo war denn das? Hier drüben. Irgendwo wird Luft reingepumpt, wenn ich hier drücke. Kommt hier die Flöte rein? Ah. Oh. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich könnte Musik machen. Wahrscheinlich muss ich noch irgendwas drehen. Oh. Passiert mit diesem Schrank? Jetzt hat er Füße bekommen. Das ist ja wirklich schon abgefahren. Wow. Eine Schiene. Na, gucken wir mal, wo wir das ansetzen können.
Hier schon mal nicht, aber das sieht auf jeden Fall aus, als ob da auch noch irgendwas ran muss. Das soll ein Elefant sein. Oder? Hier, das sind doch die Ohren. Törö! Das musste jetzt sein. Ach, das kann man drehen. Oh, wie wild kann man das drehen? Und hier mit dem kann man das verändern. Okay, ich denke mal, wir müssen ein einheitliches Bild hier zusammenkriegen. Die Frage ist, wo man anfängt, ob sich hier wieder irgendwas nicht bewegen lässt. Also wenn ich das so ganz langsam bewege, bin ich mir nicht sicher, ob sich die oberste Reihe bewegen kann. Ich glaube tatsächlich, oben und unten ist fest und man kann nur die anderen bewegen. Sprich jetzt die. Nein. Nicht so weit. Und man kann das auch gar nicht so machen, wie man möchte. Ich hätte gern gelb, genau. Ich glaube, man muss tatsächlich öfter mal ein bisschen drehen, bis es passen könnte. Jetzt so eins runter. Ich kann das mittlere nicht auswählen. Ach doch, man. Wartet mal. Okay. Man muss immer ein bisschen ausprobieren. Das stimmt jetzt. Jetzt muss ich irgendwie das hinkriegen. Genau. Ach so, aber ein ganz gelbes gibt es jetzt nicht. Ah, okay. Ist nicht so einfach. Mal wieder. Dann hätte ich irgendwo schon mal was anderes mit drehen müssen. Hier unten, das stimmt nämlich auch noch nicht. Moment. Das geht doch bestimmt einmal ganz runter. Das muss ja. Nee. Na, da. Das muss gelb werden. So, jetzt gehen wir eins hoch. Brauchen wir da, genau, gelb. Das haben wir auch. Und irgendwann müsste es ja dann stimmen. Okay, und jetzt sollte man das hier auch drehen können. Oh, da ist was. Können wir das rausnehmen gleich? Der Elefantenkopf. Aber das, nee, das muss wohl drin bleiben, diese Rädchen. Können wir das hier auch öffnen? Ach, da können wir jetzt die Stoßzähne nach vorne machen. Ah ja. Wie witzig. Das ist richtig cool. Überleg doch mal, aus so einem kleinen Schrank, aus so einer kleinen Kiste haben wir jetzt hier einen Elefanten gemacht. Ein Rad. Ist denn hier noch was am Elefanten möglich? Nee, der ist soweit tatsächlich fertig. Das ist echt cool, wirklich. Das ist richtig cool. Gut, das Rad, das muss irgendwo hier oben ran. Komm gar nicht mehr nach oben. Das ist alles jetzt zu weit. Schön. Kann man nichts machen? Ja, irgendwie müssen wir jetzt den Schrank wieder schrumpfen. Hätte ich zumindest behauptet. Aber kommt das hier ran? Nein. Hier rein? Tatsächlich. Eine lange Nachricht. Wer weiß, was das für ein Geheimnis ist.
Hat was von einer richtig coolen Kugelbahn, auch wenn jetzt hier nicht so viele Bahnen sind, aber irgendwie ist das richtig cool. Genau, immer schön die Kerzen auspusten. Wir wollen ja keine Unfälle. Fine work, Giacomo. As I predicted, nothing dangerous. It looks like some kind of clockwork mechanism on which the Turkish seafarer, devil knows why, depicted his voyager's discoveries. Ja, das könnte man natürlich auch so sehen. His fellow countrymen must have admired the ingenuity, skill and care needed to construct such a mechanism. It is definitely a precious gift. I am sure our client will be more than happy. Oh, I'm tired after such a long day. I will head to my chamber to lie down. You, Giacomo, clean up the workshop. Na klar. When you're finished, go and rest as well. Das ist aber nett, ne? Ich darf noch aufräumen. Gute Nacht, Leonardo. Schlaf gut. Man sieht sich. Jetzt ist es an der Zeit für mich herauszufinden, was der Meister in seinem geheimen Studierzimmer macht. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht da Spion spielen. Aber ich habe keine Wahl. Ich würde mir jetzt mal ganz kurz hier den Brief durchlesen. Geschätzter Herzog von Valencia, Cesare Borgia. Geschichten eures Witzes und scharfen Verstandes reichen weit über die Grenzen eures Landes hinaus. Der Beweis für ihre Richtigkeit ist die Tatsache, dass ihr die in dieser Uhr verborgenen Rätsel lösen konntet. Ich, Haji Ahmed Muhyiddin Piri, habe sie auf meinen Reisen entdeckt und schenke sie euch jetzt. Sie wurde vor mehr als 200 Jahren von dem großen Denker Ismail al-Jazari entworfen und gebaut, um den Nutzen der kulturellen Vielfalt zu demonstrieren. Ich glaube, dass diese geniale Maschine ein Fest der Weisheit und des Wissens sein wird, das durch diese erleuchtete Ära der Vernunft gebracht wird. Die Maschine wurde durch rigorose Forschung der Entdeckungen der größten Weisen hauptsächlich aus alexandrinischen und muslimischen Ländern erfunden und symbolisiert mit ihrer Darstellung Ägypten, Arabien, Indien, Persien und das ferne Asien. Bitte akzeptiert auch diese Weltkarte, ein seltenes Geschenk, das ich selbst gemacht und in die Uhr implantiert habe. Assalamu alaikum, Haji Ahmed Muhyiddin Piri. Es tut mir leid, wenn ich den Namen vielleicht nicht richtig ausgesprochen habe. Aber das ist natürlich echt cool hier, was alles so in dieser Erfindung steckt, in diesem Geschenk. Und hier haben wir jetzt auch noch eine neue Nachricht im Notizbuch. Draußen wird es dunkel und meine Arbeit ist getan. Im Schrank war ein wunderschönes Uhrwerk versteckt. Sogar Leonardo selbst musste die Kunst und Subtilität, mit der es gemacht wurde, anerkennen. Der Schrank selbst bestätigte mich in meiner Vermutung. Der Ehrenmann war tatsächlich Cesare Borgia. Der Meister ist für heute fertig, also ließ er mich allein in der Werkstatt zurück. Ich überlege, wie ich durch die verschlossene Tür in das Arbeitszimmer des Meisters gelangen soll und bereue es sofort, überhaupt darüber nachzudenken. Ich fühle mich wie ein Dieb, der sich auf einen schändlichen Überfall vorbereitet. Aber die Vorstellung, dass Borgia herumschleicht, treibt mich an, herauszufinden, woran Leonardo wirklich arbeitet. Ich kann das verstehen. Ich habe auch kein gutes Gefühl dabei, wenn wir jetzt sagen, ah, wir wollen da oben rein. Ich sehe aber gerade, Moment. Ach nee, da komme ich nicht ran. Ich habe gedacht, ich könnte hier noch was schieben, aber das war ja der Schließmechanismus, von mit dem wir die Ohren auseinandergebracht haben. Nun ja, ihr Lieben. Der Plan ist, in das Zimmer des Meisters einzudringen. Ich möchte nicht, ich möchte wirklich nicht darum spionieren, aber wir haben keine Wahl. Von daher würde ich sagen, machen wir für heute aber zumindest eine kleine Pause und bereiten uns mental darauf vor, dass wir beim nächsten Mal in Leonardos Kammer eindringen und schauen, was wir da so finden. Wenn wir es denn hinbekommen, das ist ja die Frage. Ich weiß ja noch gar nicht, wie wir die Tür da aufkriegen sollen, aber schauen wir mal, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und ja, wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann.